So. Pausebacke sehe ich, Deutschland, jawohl. Ah. Haha, ist durch die Tür vor der Nase zugegangen. Ich bin noch durchgeschlüpft. Wieder runter, ne? Oh, hier durch die Tür, durch hier runter. Ich hab hier noch einen an der Runter. Backen. Oh, ist schon Hanok, vorbei. du bist noch oben, oder? Achso, hast ihn Ja, schon ich komme, erwischt. ich komme. Ich So, erreiche dich die nach oben, Veteranenwache glaube ich, lassen wir ja. mal stehen, finde ich. Ich denke, es muss einen Überlebenden geben, als Zeugen mindestens. Darum gehen wir jetzt wieder raus hier. Und seht ihr da den blauen Kreis in der Ecke? Warte mal einen Moment, warte mal einen Moment. Hanok ist doch noch gar nicht draußen. Ja, Gerade komm hier gerade auch einen rund, Moment. hey. Hallo. Hallo, Ali. So. Schöner Hallöle. Brunnen übrigens. Ja, ich habe auch ein Glück mit den Türen. So, ich glaube jetzt, Ah ne, das ist der Wasserbuff nur, okay. Muss er den Ring anklicken oder da reinhupfen? Wir müssen Reinhüpfen. einfach hier reinhüpfen. Ja, das ist ja eine ernsthafte Sache, wenn wir unseren Baden hier verlieren. Niemand sonst hat einen Baden, aus gutem Grund. Ich dachte, wir haben wieder irgendwelche Köpfe im Gepäck, aber ich habe gerade keinen gesehen. Jawohl. Unser Macht kann sich niemand widersetzen. Wo geht's denn eigentlich lang? Ach, geradeaus noch. Schön, wie das mit dem Metzi wieder funktioniert, hä? Doch, hat nur ein bisschen geleckt. Schweigsam und konzentriert kämpften sie sich durch die dunklen Gänge. Ja, wir lassen ja links und rechts alles stehen. Ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen was verlieren, aber wahrscheinlich nicht. Nö, nö, das ist ein paar Grüne und so, das ist alles egal. Ja, kann ich vielleicht eben erwähnen, vorhin hatte ich ein sogenanntes Mini-Up, nennt ich das mal. Zwischen 40 und 50 bekommt man jedes halbe Level ebenfalls noch ein paar zusätzliche Skillpunkte. Hat sich einfach historisch so ergeben, die man dann ausgeben kann. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder. Wo werden die Skillpunkte eigentlich angezeigt? Gut, dass ich das weiß, ich Pro-Gamer. Bei Specializations. Ja, wo auch sonst. Da, 34, so. Das heißt, ich könnte Da tatsächlich geht's schon wieder wieder irgendwas raus. ein bisschen höher kriegen. Ich denke mal, ich werde Music ein bisschen nachziehen, weil das Ich wurde gerade einfach vorher ein bisschen ausgeloggt. ins Hintertreffen geraten ist. Wer hat ausgeloggt? Ich wurde gerade einfach ausgeloggt. Oh, das ist, Ich Kannst bin du wieder jetzt im einloggen? Menüfenster. Log einfach wieder ein. Was für eine Trau. Ach. In dieser traurigen Landschaft so ein edles weißes Pferd zu sehen. Frago. Einfach schön. Auch witzig, ich stehe auf zum Musik machen auf dem Pferd. Nicht irgendwie im Sattel, nein, sondern richtig hier voltagieren oder sowas. Voltigieren heißt das, oder?
kenne ich mich nicht aus. Ja, so, was ist denn der nächste Step? Rumhupsen. Ja, also Pferde mag ich auch eher im Sauerbraten als sonst. Also wenn wir jetzt in Tirnanoq war, dann schmeiß ich mich raus. Ja, war ja auch wieder ein erfolgreicher Abend. Haben einiges geschafft. Ja. Haben uns von den Pikten ferngehalten. Ja, man hätte sie ja angreifen können, aber ich glaube, wir wären gestorben. Ich glaube, das wäre ein elendes Gemetzel geworden. Und zwar würden wir gemetzelt werden. Was für eine Größe ist denn dafür so? Also ich habe mir sagen lassen, ab Level 42 kann man die Pikten-Quest machen. Das heißt, ja gut, dann wären wir hätten mal das sowieso noch nicht machen können. Wir hätten die nur so aus Spaß an der Freude versuchen können zu killen. Ich habe gerade meine Anmeldung für die WAK, WAD unterschrieben. Aha. Ja, das heißt also, du wirst eine berufliche Veränderung erfahren, ne? Genau. Das ist doch super. Sozusagen neue Skillpunkte zu verteilen gibt's dann. Genau. Das Beste daran ist, es gibt Ferien. Pferd gefallen. Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber hier darf man offensichtlich nicht reiten. Schaut mal, wie hoch die Berge sind hier. Ich finde, das sieht hier ganz hübsch aus für. Stell dir mal vor, du wolltest mit dem Pferd Wimbledon über den Tennisplatz reiten. Das darfst du auch nicht. Ja. Ja, aber wenn ich ein Pferd habe, wer will mich aufhalten? Ja. Der mit dem Gewehr. Aber wenn ich ein Pferd und ein Gewehr habe, was dann? Ja, das ist natürlich dann. Ja, ne? Schachmatt. Da fehlen mir die Worte. Aber ich habe, glaube ich, den gelevelt heute, tatsächlich. Ja, also das hat zwischendurch doch schön XP gegeben. Jetzt gar nicht gigantische Mengen oder dass man sagt, boah, super Level-Aktion, aber es war zumindest nicht ganz umsonst. Ja, wenn man überlegt, dass es Level 30 ist, ne? So ab Level 30. Was ich interessant finde, ist, dass die Pferde immer genau wissen, wer jetzt gepfiffen hat, weil der Pfiff hört sich ja eigentlich immer gleich an. Ja, das hat mich auch schon gewundert, warum ich auf einmal auf dem weißen Pferd sitze. Tatsächlich, Brausbacker auf dem weißen Pferd? Im Ernst? Natürlich nicht. Aber ich dachte mir, dafür schwenkt er jetzt die Kamera? Ja, habe ich gemacht. Du hast mich gefoppt. Und ja, alle haben es gesehen. Sauer. Kann man vielleicht sein Pferd streichen? Habt ihr nicht auch einen neuen Umhang gekriegt? Ja, ich glaub, kann irgendwie man. Ist so ein Umhang gedroppt. Champions Cloak of Shielding. Ich vergleiche mal die Stats. Hier muss man auch noch manuell vergleichen. Ist nicht so, dass direkt beide Items dann nebeneinander auftauchen und man die Werte sehen kann. Also Resis. Ganz ordentlich, naja, aber sonst nichts drauf. 10 Ladungen für ja ein bisschen Health Buffer, also Schadenspuffer. Verglichen mit dem Mollweg-Umhang, der hat 2 Resis und 2x Stats. Ja, okay. Also ist beides nicht so der Hit, ist beides vielleicht fast gleichwertig. Aber ich schätze mal, der Mollwig-Umhang passt besser zu der restlichen Mollwig-Klamotte, sodass die sich alle gut ergänzen. Und wo außerdem reite ich jetzt eigentlich hin? Ich muss ein bisschen die Richtung. Wofür ist denn das eine Knöpfchen, was er da unten noch hat? Ja, das ist dieser Health-Buffer. Der hat 10 Ladungen von diesem Health-Buffer.
Kann ich auch nur verwenden, wenn ich den equipped habe, nicht aus dem Gepäck heraus, das wäre nett. Mhm. Und der gibt dir dann zum Beispiel 150 Punkte Schadenspuffer, die er dann absorbiert. Also. Ja. Aber das mal kannst du das machen. Angezogen, ne? Kann das sein, weil wir haben ganz unterschiedliche Umhänge an alle. Ich habe meinen. Oder sieht das nur so aus? Angezogen. Ah, okay. Darum reiten wir hier als bunter Haufen. Wir sind ja immer noch keine Gilde geworden. Ne? Jemand will verkaufen, sehe ich hier im Chat. Und zwar 1000 Reforming, was auch immer das ist, für 30 Platin. Ne, nur um so also ein bisschen hier das. Ne, ich habe 3,5 Platin. Ich habe 2,5 Platin. Kann man sowas auf Pump kaufen? Ja, frag ihn mal. Schreib ihn mal an. Kannst du mir das auch auf. Kannst du mir das leihen? Akzeptierst du griechische Staatsanleihen als Sicherheit? Schon aus Solidarität. Can I lie it auf Pump? Can I lie it auf Pump? On Pump, musst du dann sagen. Can I lie it on Pump? Only if you have a pump gun. Oh, jetzt werden wir aber hier. Killerspieler, typisch wieder. Killerspieler, jawohl. Ja, mit einer Pumpgun kannst du dir auch in der Sparkasse Geld abholen, obwohl du kein Konto hast. Deshalb kann man sich vielleicht auch was leihen. Ah, das klappt doch meistens eh. Oder der Desmond Dingskirchen, der belohnt uns jetzt so doll, dass wir das aus der Portokasse bezahlen können. Du müsstest auch mal irgendwann den Riss betreten, finde ich. Einfach um zu zeigen, also, welche Abgründe sich mitten in der Hauptstadt auftun. Machen wir auch mal. Aber um unserem Bildungsauftrag ein bisschen gerecht zu bleiben. Kinders, nein, keine Pumpguns holen, um damit Geld bei der Bank abheben. Das ist generell eher eine schlechte Idee. Na gut. Klingt komisch, ist aber so. Das hört sich aber sehr nach Pustenbombe an. Klingt komisch, ist aber so. Ja, aber bestätigen kann man es ja trotzdem, weil wo lohnt sich das denn schon? So, nee, dann den Desmond anklicken und hier durch das Gespräch betteln. Dabei immer die Initiative behalten und auch die Raison und dann zu failen. Was? Aber man kann sich davon erholen und das wollen wir auch und dann wollen wir was finden. Und zwar die nächste Quest. Habt ihr das gelesen? Nein. Level 40. Oh. Tatsächlich da. Search for Morphesas Beckers. Also, was sich hier gerade uns eröffnet hat oder hätte, wenn wir das gelesen hätten, ist die Information, dass das Ganze wohl nicht ganz so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Offensichtlich gibt es Hintermänner, die Morphesa angestiftet haben. Und jetzt geht es darum, diese Hintermänner zu finden und deren Spiel aufzudecken. Da sind, sind wir ja förmliche Meister drin. Da sind wir absolute Meister drin. Wir sind ja jetzt quasi schon Superagenten, ne, nicht 007, sondern mindestens 00007. Ja. Vielleicht sowas auch noch die eine oder andere Null mehr. Jo. Stopp. Erstmal müssen wir ja alle gucken, dass alle auf diesen Brief wirklich Rechtsklick machen und dann wieder das kleine Icon rausziehen und also, unten auf die Leiste packen. Bevor ihr jetzt rausrennt, Hanok. Konzentration. Alle müssen bis zu Schritt 3 kommen. Wenn das geschafft ist. Ich dachte, wir machen das nächste Woche, aber okay. Ja, aber der Schritt 3 ist ja hier an dieser Ort, an Ort und Stelle zu tun. Ja, wie kriege ich nochmal die Fragezeichen da unten weg wieder, die ich da jetzt mittlerweile drin habe? Mach da ein neues Fragezeichen drin. Ja, das ist der einfache Weg, aber der praktische Weg ist, sich einfach an den Fragezeichen nicht zu stören, weil ob da jetzt ein freier Platz oder ein Fragezeichen ist, ist ja egal. Und einfach dann das nächste Icon auf das Fragezeichen draufzusetzen. Also ganz hervorragend. Okay, jetzt habe ich hier das angeklickt.
Aber das ist ja auch wieder ein Fragezeichen. Moment, jetzt lass uns das doch bitte erstmal machen. Ja, dann also weiß ich gar nicht, welches. Auf den Brief. Das Icon auf die Leiste ziehen. Die Stelle merken, wo es ist, wenn man gerade zu viele Fragezeichen hat. Und dann einfach draufdrücken. Da, Step. Ja, jetzt wäre es aber trotzdem nochmal Shift und. Shift also und Rechtsklick, um ein Icon von der Leiste zu entfernen. Gott. Und jetzt aber mal Stopp, ich möchte mal Hanok hören. Hanok, du bist, du liest gerade was vor, ist das richtig? Versuch steht da bei dir aber. Travel to the meeting? Ja, Step 3. Travel to the meeting sites in Scarlet Eyes. Genau. Ah, das ist ja besonders schön. Das heißt, wir werden Shrouded Isles sehen. Nochmal in den Hain und dann ein bisschen die Insel erkunden. To meet the messengers in the bla 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 bla. Okay. And the Fomorian home leads. Ich hab aber immer stecken vielleicht die Fomoria dahinter? Könnte nämlich sein, ne? Das weiß man ja nicht. Meine Erinnerung verlässt mich auch vollkommen jetzt an dieser Stelle. Brause, du wolltest was sagen? Ja, warte. Ich wollte eben. Na, Step 3 ist alles im Load. Gut. So, jetzt können wir verlassen hier. Jop. Ich weiß, ich habe noch nicht von Talarian gehört, dass sie Schritt 3 haben und von Frago. Ihr habt doch gesagt, dass ihr das schon habt. Ja, ich hab. Entschuldigung. Na, wunderbar. Ich frag einfach nochmal nach. Ja, dann sag ich mal, kommt gut ins Bett heute Abend. Okay, jawohl, say good night, Bett. Have a good week. Have a good night, yes. Everyone. And I see you in the next... You too. Next Sunday. Sunday. Bye-bye. Bye-bye. Then I bye-bye.